Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei die Gilde 3. So, es ist ein bisschen was passiert. Ich muss nur gerade hier noch jemanden einstellen. So, bestätigen. Unser fünfter Erbe. Nee, ist ja eigentlich schon ein Erbe mehr, ne? Wenn das hier der erste war. Das war, glaube ich, der erste, ne? Ich kann hier gerade unmöglich weg. Ah, nee, dritte. Okay, dann ist das der fünfte. Die erwarten ein Kind. Der hat geheiratet, die erwarten ein Kind. So, die haben nichts zu tun. Die sollten eigentlich nochmal ein Kind zeugen. Hat aber anscheinend nicht geklappt. Ist ein bisschen ärgerlich, aber dann ist das so. Dann machen wir mit den beiden halt ein bisschen mehr, weil wir haben auch schon wieder ein Limit. Sind fast im Limit, um genau zu sein. Das heißt, du kannst wieder arbeiten gehen. Du kannst wieder arbeiten gehen. Ihr beide seid schon wieder arbeiten. Du bist noch nicht alt genug. Und ihr solltet auch noch ein Kind machen. Hat anscheinend auch nicht geklappt. Gut, dann geht ihr beide auch wieder arbeiten. Dann macht das unser Fünfter halt alles. Der nimmt sich dann so lange frei. Übrigens haben wir hier jetzt auch mit der Magierstube die Beschwörung freigeschaltet, wenn ich sie dann wiederfinde. Beheimlich, bringt uns listig und egoistisch. Begebt euch auf einen Friedhof und nutzt euren arkanen Fähigkeiten, um exotische Güter aus fernen Ländern zu beschwören. Aber seid vorsichtig, denn die dunklen Künste können euch verderben, wenn ihr schwache Geistes seid. Außerdem solltet ihr diese Gabe möglichst nur im Geheimen anwenden, denn die Bürger würden euch sicherlich mit anderen Augen sehen, wenn sie davon wüssten. Och, ist doch egal, mach das doch mal. Ein Friedhof. Sind die Friedhöfe im Besitz? Kann man Friedhöfe kaufen? Hier ist ein Friedhof. Der ist anscheinend in Besitz. Ich wusste nicht, dass man Friedhöfe kaufen kann. Braucht man dafür ein Amt? Oder ist das jetzt einfach nur das Zeichen für die Stadt? Ich habe keine Ahnung. Oder für den Ort. Das kann natürlich auch sein. Einfach nur ein Zeichen für den Ort ist. So, es ist aber auch noch mehr passiert. Moment, kurz Urteilsfindung. Nein, unschuldig jetzt bist du nicht, aber ein bisschen milder können wir dich bestrafen. Uns wurde die Feder erklärt, und zwar von den Napfel. Und ich weiß wieder, was ich vergessen habe. Ich wollte mich mit denen hier verbünden. Was so, eine Allianz eingehen, anbieten. Sehr schön. Und dann wollen wir mal unseren Jungen hier. Oh, das mit der Beschwörung mal machen. Das geht schnell. Ich kann gerade nicht. Dann beobachten wir ihn mal, wie er da hingeht. 1 Uhr morgens und alles in Ordnung. Ja, ich hätte mir das gerne angeguckt, was er da macht. Sieht ganz normal aus. Normal. Ja, sieht jetzt nicht unbedingt nach was Besonderem aus, was er da macht, würde ich sagen. Ich kann gerade nicht. Oh, dauert auf jeden Fall eine Weile, lass mal schneller vorlaufen. Mal gucken, ob er dafür was kriegt. Er hat alle Slots frei. Und er hat zwei Schattendolche. Oh, kämpft er jetzt doppelt? Also beidhändig? Das wäre auch lustig. Ja. Bittelü. Eine Beschwörung ist ziemlich langwierig, würde ich mal sagen. Die Produktion wurde unterbrochen. Eine Gerichtsverhandlung. Viermal Purpur. Ja, warum nicht? 1400. Oh, Respekt. Das scheint recht wertvoll zu sein. So, Ruth, warum hast du nichts zu tun? Ein Krieg steht davor. Ach Quatsch, geht nicht um Ruth. Es geht darum, dass hier alles voll ist, ne? Weil unser Fuhrmann Feierabend hat und pennt. Gut, dann lass uns mal gucken. Wissen ist Macht. Was ist? Oh, ein Scherge, Wolfgang.
Das ist echt schwierig, die Schergen im Blick zu behalten, vor allen Dingen, wenn die immer vor Gericht müssen. Hat der Vierte noch einen Schergen an den Hacken? Wahrscheinlich irgendwo im Nirgendwo, ne? Ich kann gerade nicht. Stadtdienerin, du hast einen dabei. Ich bin beschäftigt. Du hast auch einen dabei. Bin bereit. Gut, dann würde ich mal sagen, der Wolf, dann... Was müssen wir erledigt wissen? Zack, der Vierte. So, können wir uns hier schon wieder irgendwo bewerben? Da haben wir uns schon beworben. Ich kann gerade nicht. Da haben wir uns auch beworben. Dann ist hier die Wahl. 1481, nächste Runde. Entschuldigung, falsches Fenster zugemacht. Was ist hier die Wahl? 1480, 15.14 Uhr. Gut, um 15.14 Uhr müssen wir uns hier bewerben. Müssen wir uns unbedingt merken, damit wir da nicht zu spät kommen. Wie sieht das jetzt eigentlich aus hier? Alchemisten lehnen wir ab. War noch immer nicht egoistisch und listig genug. Das ist ärgerlich. Östliche Depesche, ach so. Abmachung gilt, das ist sehr schön. Wir hätten eigentlich gern bald mal wieder einen neuen Rang. Aber das ist echt zu teuer. 320.000. Aber dafür kriegen wir 2 Betriebelimits. Eine Gerichtsverhandlung. Können wir hier eigentlich noch irgendwas freischalten? Und das war's. Nun lassen Sie 2500 gerade ausgeben. Es wurde Klage gegen meine Familie eingereicht. Oh nein. Urteilsfindung, das ist aber nicht meine Familie. Und das hier? Helga ist natürlich unschuldig. Kann ja gar nicht anders sein. Unschuldig. So, dann haben wir jetzt aber alles, ne? Ne, hier blinkt noch irgendwas. Irgendwas blinkert noch. Ah, hier sind noch was. Urteilsfindung, das ist der Feind. Der geht natürlich, solange es irgendwie geht, in Knast. Jemand hat eines eurer Gebäude sabotiert. Mensch, wer sabotierte meine Gebäude hier? Jemand mag euch nicht. Zunfthaus der Liebe wurde sabotiert. Ja, jetzt ist aber auch so langsam mal gut, oder? Oh, ich muss mal langsamer machen. Plädieren unschuldig. Urteilsfindung unschuldig. Da blinkt noch immer irgendwas. So. Eine Kandidatur war erfolgreich. Welche Kandidatur? So, hier wird der Dritte bewirbt sich bereits. Dann kann sich hier doch eigentlich der Guthab bewerben, ne? Ah ne, Guthab geht nicht. Doch, Guthab geht. Bestätigen. Und hier kann sich bewerben die Adelheid oder Eckhard. Ne, Eckhard ist ja gar nicht mehr. Adelheid. Wie alt bist du? 37, das geht. Oder der Vierte. Ach komm, dann kann sich der Vierte hier gleich bewerben. Ingwin. Der Vierte, wo ist er denn? Vierte. Bestätigen. So. Immer schön im Auge behalten. Und hier war um 15.14 Uhr. Gut. So, hier blinkert irgendwas. Wahrscheinlich nur die Info, dass ich mich beworben habe. Gehe ich mal von aus. So, schneller laufen lassen. 15 Uhr noch ein Keks. Die Produktion wurde unterbrochen. Es wurde Klage gegen eure Familie eingereicht. Ach, jetzt sind wir mal gut. Ein Angestellter wurde vergiftet. Unschuldig. Angestellter wurde vergiftet? Das ist aber ein Schweinkram. So, ich darf die Uhrzeit auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren. Ja, dich machen wir mal ein bisschen milder mit 1,5 Runden. Jemand hat die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. Unschuldig. Urteilsfindung unschuldig.
Uiuiui, jetzt geht's aber ab hier. Jemand hat eines eurer Gebäude sabotiert. Ja, ist ja wahrscheinlich der Napfild. Würde ich jetzt einfach mal von ausgehen. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Den könnten wir eigentlich auch mal verschwinden lassen. Ich weiß ja auch mal, was er davon hat, dass er hier so ein so viel Blödsinn macht mit mir. Lass uns doch mal gerade gucken, Familie Napfeld. Was habt ihr denn Schönes? 43 ist zu alt zum Entführen. Wie wär's denn mit dir? Du bist 20. Oh, du bist im Gebäude, ne? Oder? Ja, im Haus. Da ist das Familienoberhaupt. Ich habe euch nichts zu sagen. Wenn der hier echt auf der Straße rum, ist der doof? Du weißt schon, dass du der Landesherr bist. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Beleidigen? Nee, nicht den Landesknecht, genau den Landesherren. Aber du weißt wieder nicht, was du machen sollst, ne? Wie ich das hasse. Wird erledigt. So, beleidigen. Gut. Landesherr. Hat sich nämlich auch gleich angreifen lassen. Hoffe ich. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Tülü, und bring deinen Schergen mit. Ich würde nämlich gern entführen. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber ich würde gerne. Hört mir mal genau zu. Das werdet ihr bereuen. Ein Familienmitglied. Aha. Hast du deine Schergen dabei? Jawohl. Dein Schergen, keine Schergen. Oder ist früher meine Schergen? Seid ihr jetzt wieder abgehauen? Ich jetzt nicht, bitte. Und jetzt passiert... Ach, die Gardisten. Ich bin gerade beschäftigt. Die Stadtwache. Hat er eine Stadtwache als Leibgarde dabei? Kann das sein, als Landesherr? Das wusste ich nicht, aber das kann durchaus sein. Was denn hier? Auf dem Weg zur Amtssitzung. Oh. Ich kann hier gerade... Kannst du nicht fliehen, ne? Ich bin gerade beschäftigt. Wo hast du denn deinen Schergen? Scherge? Oh Mensch, ich muss doch irgendwo noch einen Schergen haben, ha? Du hast, glaube ich, auch einen Schergen zugeteilt. Bereit. Mach ich. Ich bin beschäftigt. Oh, wo ist das? Links vom Dom. Gut, das kriegen wir hin. Ich jetzt nicht, bitte. Was ist? Verstanden. Die Produktion wurde unterbrochen. Scheiße, der hat echt eine Stadtwache dabei. Das war mir nicht bewusst. Weißt du was, dann machen wir es anders. Dann gehst du mal wieder zu ihm. So sei es. Ihr beide hängt hier noch rum. Ich bin gerade beschäftigt. Hier haben wir uns ja beworben, ne? Genau. Hier auch. Haben wir uns hier nicht auch beworben? Achso, wurde noch nicht entschieden. Gut, dann. Familie Napfeld. Mir war nicht bewusst, dass der Stadtgardisten dabei hat, aber gut, macht Sinn. Du bist im Haus. Langweilt. Hängst in der Hütte rum, ja? Ja, so wie es aussieht schon. Und die sind eigentlich alle zu alt zum Entführen. Wobei, der ist 29, das geht. Du bist 29. Das müsste eigentlich funktionieren. So, wir müssen dich nochmal auswählen. Arbeit pausieren. Gut. Euer Ansehen ist gewachsen. Beleidigen. Das geht schnell. Oh, keine gute... gute Wahrscheinlichkeit. So, haben wir irgendwas für die Diebe? Nee. Die Produktion wurde unterbrochen. Bist du denn wenigstens auf dem Weg? Ja, bist du. So, ihr seid auf dem Weg zur Amtssitzung. War da irgendwas zum Entscheiden, was ich wieder nicht gesehen habe? Anscheinend. Oder es wurde mir nicht angezeigt, weil es zu viele Meldungen sind oder so. Das kann natürlich auch sein.
Gut, dann lassen wir mal weiterlaufen. Gehen wir mal davon aus, dass der Fünfte das packt mit der Beleidigung. Auch wenn er leider so ewig, ewig lange braucht, um da hinzukommen. Problem ist, bis der da ist, kann sein, dass der sich in irgendeine Hütte verkrochen hat. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Bitte lü. 63. Das ist eine Unverschämtheit. Okay, der greift mich nicht an. Das ist schade für ihn. Da muss ich ihn wohl angreifen. Oder auch nicht. Hat er mal wieder nicht genommen, den Befehl. Angriff! Ach, der flieht bestimmt, ne? Das hat er deswegen nicht genommen. Du hast ein Pferd, du wirst ja wohl hinterherkommen, ne? Ihr seid so gut. Ah, er flieht, deswegen funktioniert das nicht. Gut, dann machen wir anders. Ja. Eine Gerichtsverhandlung. Ah, Mist, er ist in die Hütte gegangen. Ach, Mensch. Ja, bei den anderen ist Schwachsinn nicht. Wie sieht das eigentlich bei euch aus? Ist hier genug Geld zum Verhandeln? 18.000? Ja, würde gehen, wenn es sein muss. Wen habt ihr euch denn? Wird das Lachen noch vergehen. Du bist in der Hütte, ne? Das ist doch Mist. Warum verkriecht ihr euch alle in euren Hütten? Ansonsten habt ihr keinen, der vom Wert wäre, ne? Oder zu alt. Kann natürlich auch sein. Ja, zu alt oder nicht von Wert. Das ist echt Mist. Kotzt mich ein bisschen an. Gut, entführen wird nichts. Ihr wünscht mich zu sprechen? Geh mal wieder deiner Arbeit nach. Na gut, dann würde ich sagen, müssen wir ein bisschen Geld sparen und ein bisschen Einfluss sparen. So funktioniert das hier denn? Wird hier jetzt produziert oder nicht? Wurde angesetzt. Warum ist hier noch Waffengift? Habe ich doch null gesagt. Waffengift steht auf null. Wurde aber noch nicht weggebracht anscheinend. Knochenstaub haben wir, Leder haben wir. Tuch haben wir. Geisternebel haben wir auch. Ach, ihr seid alle noch bei dem... Ah, okay, die sind noch bei dem Tarnmantel bei, deswegen haben sie die Tarngugel noch nicht gemacht. Dann scheint das ja zu funktionieren, das ist sehr gut. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Dann müsst ihr auch... Klage gegen eure Fleiß eingereicht. Da müsste er auch eigentlich, müsste er eigentlich auch sich das Lager langsam füllen, ne? Der Fünfte, Dorothea. Gut. Bitte, Witt. Dann würde ich mal sagen, Arbeiten unterbrechen. Und wieder die Alchemisten, die möchte ich aber gar nicht. Bin einfach nicht egoistisch und aggressiv genug. Warum auch immer. Ich habe extra ausgestellt mit dem Heilen. Ja doch, mit dem Heilen ist richtig. Dass sie nichts mehr heilen. Keinen mehr heilen. Aber wirklich füllen tut sich das hier auch nicht, ne? Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Fühlt sich gar nichts hier. Sollen denn da 60 ins Lager? Ins Verkaufslager? Ich hab das doch auf 10 gestellt. Achso, Maximum wäre 60. Wie kauft das einer echt die ganze Zeit weg? Kann das sein? Dabei habe ich das doch, verkaufe ich das doch teurer als auf dem Markt. Machen wir auf 110. An Google auch. So, jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Urteilsfindung. Gut, komm. Das ist ein anderes. Eine andere. Der Oberhaupt. Das Oberhaupt einer anderen Familie, so. Nicht der Oberhaupt.
So. Warum ist hier überall nichts zu tun? So, ihr seid die Vorknechte. Der Fünfte hat nichts zu tun. Achso, du sollst ja auch Kinder machen. Sicher. Bestätigen. Ich stehe bereit. Ich warte. Ich stehe bereit. Ich stehe bereit. Ich stehe bereit. Gut, dann würde ich mal sagen, warten wir auf unseren Erben. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich ein Todesurteil verhängen konnte, ne? Gut, wir warten auf unseren Erben, auf den Fünften, dass der hier vorankommt. Und ansonsten machen wir weiter wie bisher, bis wir genug Kohle haben und genug Einfluss haben, um noch eine Stufe aufzusteigen. Ansonsten hole ich euch dazu, falls irgendwie was Spannendes passieren sollte, ne? Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.